Ja, liebe Zuschauer, ich habe es Ihnen eingangs der Sendung gesagt. Normalerweise wirklich so die Region, in der ich mich seit 28 Jahren rumtreibe, immer wieder auf der ITB. Und ich habe es dieses Jahr einfach gelassen, weil irgendwie die Erkältung geht nicht weg, maroder Körper. Und wir haben natürlich auch ganz, ganz gesunde, frische Kräfte vor Ort. Und wenn es um gesunde, frische Kräfte geht, da ist es natürlich logischerweise unsere Melanie Benz, die vor Ort ist und Stimmen einfängt und wirklich großartige Interviewgäste hat. Nebenbei gibt es zu all unseren ITB-Specials eines, nämlich eine Landingpage. Das heißt also unter www.sonnenklar.tv. Ja, und das ist sowas von genial. Ja, Sie haben alle Informationen dort. Und jetzt steht da gerade ein alter Freund und Weggefährte. Und zwar, wenn wir auf das Bild gucken, links von Mel, Jeff Petrucev. Gott, was habe ich mit dem Mann Abende verbracht an diversen internationalen und nationalen Bars. Und er hat mir die Schönheit Kolumbiens erklärt. Und daneben steht ebenfalls ein sehr sympathischer Mensch. Das ist der Weiß und der Präsident. Und dazwischen die Mel. Gut schaust du aus, gut seht ihr zusammen aus. Liebe Grüße an die Jungs. Ja, der Jeff hat mir schon alles verraten, Kai. Ich stehe ja schon eine ganze Zeit lang hier und ich weiß über alles Bescheid. So, also, die Welt ist zurück in Berlin. Die ITB hat offiziell angefangen und wir freuen uns, dass wir mit einem ganz, ganz bunten Land heute unsere erste Schalte nach München machen dürfen. Du hast es schon verraten, wir sind in Kolumbien zu Gast. Ich habe den Vizepräsidenten der Tourismusbehörde bei mir und den Jeff, dein alter Freund, der hat sich natürlich auch nicht nehmen lassen, dir durch die Kamera zu winken. So, und jetzt wollen wir natürlich mal wissen, Kolumbien scheint alles zu haben. Ja? Die Karibikstrände, den Pazifik, den Dschungel, den besten Kaffee der Welt und die schönsten Frauen, habe ich mir sagen lassen. Und ich will jetzt einfach mal hören, wie sich das anfühlt für den Vice President. Gilberto, how does it feel to have everything or all, like the Caribbean, the Pacific, the jungle, the best coffee in the world, the most beautiful women in the world? How does that feel? Is that good? Well, yeah, it's pretty good. And we have a wonderful country. We are the second most biodiverse country in the world. So we are first in birds, in orchids, in butterflies, second in mammals, for instance. So what I have to tell you is that we have six touristic regions, all of them so different. As you said, the Colombian Caribbean, the Colombian Pacific, the Western and the Eastern Andes, the Colombian Massif and the Amazonia and Orinoco in Colombia. So we have a great offer for all the people here in Germany and in Europe. Ja, das versuche ich jetzt mal zu übersetzen. Gilberto sagt, dass sie viele mehr Superlativen natürlich noch haben, von Schmetterlingen über Säugetiere. Das kann der Chef vielleicht nachher noch mal ein bisschen detaillierter erklären. Das Wichtigste aber ist, Kolumbien bietet sechs verschiedene touristische Regionen, eine schöner als die andere. Und man kann wirklich wählen zwischen Karibik und Pazifik und natürlich auch the mountains, die the mountains where the coffee grows. Yeah. That is very special, isn't it? Yeah, it's in the Andes. In fact, the Western Andes is composed by Antioquia and all the coffee land. So you can find there not only coffee, but a lot of flowers there. So we have a lot of touristic offer related to coffee, flowers and of course mountains. Also ich wollte mich da nur noch mal gerade versichern, also die Kaffeeregion in den Anden bietet nicht nur den weltbesten Kaffee, sondern auch einfach eine ganz tolle Flora und Fauna, unheimlich viele Blumen und natürlich die Berge, was einfach unglaublich attraktiv ist für Gäste, für Touristen. Gilberto, I know you're a very busy man. I thank you so much for your time. I continue now with Jeff. Thanks a lot. Thank you. Jeff, so, jetzt, das macht es für unsere Zuschauer ein bisschen einfacher, wenn ich dir jetzt Löcher in den Bauch fragen kann. Ich bin bereit. Du bist bereit, das ist sehr gut. Wenn du Kolumbien in wenigen Worten beschreiben müsstest, wie würdest du das machen? Das ist ganz einfach. Ich mache es einfach mit einem Wort. Vielfalt. Südamerika in einem Land. Das ist dreimal so groß wie Deutschland. Und hat die Hälfte der Einwohner, ca. 50 kolumbianische Herzen, leben in Kolumbien und hat alles, was Südamerika zu bieten hat. Wo fängt man denn an, wenn man jetzt von Deutschland kommt und noch völlig unbefleckt ist sozusagen und gar nicht so richtig weiß, wo starte ich am besten? Natürlich, bei so einem Land bietet sich eine Rundreise an, aber was sind so die Highlights? Was sollte man auf keinen Fall verpassen?
Diese Frage ist sehr schwer zu beantworten, weil tatsächlich bietet Kolumbien so viel. Aber selbstverständlich, viele deutsche Reiseveranstalter haben ja mittlerweile über 100 Reiseveranstalter Kolumbien im Portfolio und selbstverständlich auch FTI. Und man fährt selbstverständlich nach Bogotá, weil die meisten Verbindungen in die Hauptstadt führen. Aber Bogotá, obwohl es eine sehr moderne Stadt ist, man biegt eine kleine Straße nach rechts und schon hat man eine koloniale Gegend. Man fährt eine Stunde raus und hat man das schönste Dorf, was die Spanier damals gebaut haben, Villa de Leyva. Medellín ist vielen vielleicht ein Begriff, aber die Stadt trägt den Namen die modernste und die innovativste Stadt der Welt von New York Times. Natürlich gibt es auch die Stadt Cartagena. Die Stadt kennen vielleicht auch viele Zuschauer, nämlich viele Kreuzfahrer haben die vielleicht schon gesehen. Und das ist Juwel der Karibik. Und wie Gilberto gerade sagte, das ist das einzige Land, weil sowohl Karibik als auch Pazifik hat. Pazifik, natürlich ist es auch ein schöner Strand, aber da geht es eher um Naturbeobachtung. Das ist einmalig, dass die Buckelwale dort ihre Babys zur Welt bringen. Zwischen Juli und Oktober kommen sie an die pazifische Küste, paaren sich, gebären die Kinder und bleiben da 6 Wochen und bringen denen bei, wie man springt, wie man atmet. Und das kann man hautnah erleben. Das klingt wahnsinnig. Ein großes Thema der ITB ist ja Nachhaltigkeit. Und ich habe gelesen, die Hauptstadt Kolumbiens, Bogota, ist die, glaube ich, 5. fahrradfreundlichste Stadt der ganzen Welt, direkt nach Amsterdam. Also wie kommt das denn? Kaum zu glauben, aber selbstverständlich, weil in Kolumbien sehr viel gefahren wird, weil in Kolumbien, in Bogota zum Beispiel jetzt, wenn du das Beispiel gebracht hast, kein Metro gibt, gibt es sehr viele Autos. Und die Stadt möchte einfach atmen. Und jeden Sonntag schließt die Stadt viele Bereiche für die Autofahrer und jeder kann laufen, Fahrrad fahren, auf der Straße, Inlineskaten etc. etc. Selbstverständlich gibt es sehr viele Fahrradstraßen, was einfach von A nach B den Leuten viel einfacher bringt, zur Arbeit zu fahren. Also das ist wirklich ein faszinierendes Land. Dein Schlusssatz, was... mal abgesehen davon, dass jeder einfach mal nach Kolumbien reisen sollte, was würdest du zum Schluss noch sagen? Ich bin ein sehr bereisender Mensch, ich habe sehr viel gesehen und Kolumbien hat einfach mein Herz gewonnen. Warum? Wegen den Menschen. Ob Amazonas ist ja gleich auch wie in Brasilien, wie in Peru, wie in Kolumbien. Aber die Menschen in Kolumbien, das ist das, was das Land ausmacht und allein dieser Grund lohnt es sich, nach Kolumbien zu fliegen. Sehr schön. Also, hinter uns ist die kolumbianische Kaffeebar aufgebaut, wie Sie sehen, liebe Zuschauer. Da werde ich jetzt natürlich gleich den weltbesten Kaffee testen, mit dem Jeff zusammen. Und damit gebe ich zurück zu Kai ins Studio. Schöne Grüße an Kai. Schöne Grüße, ja. Das ist ja genial. Also jetzt muss ich mal ganz kurz eben nochmal nachfragen, Mel. Du hast gerade gesagt, du gehst jetzt gleich an die Bar, testest den weltbesten Kaffee und Jeff. Also ist das jetzt, das müssen wir dann später nochmal ganz kurz eben erklären. Und Jeff hat sich so dermaßen in Kolumbien verliebt, dass er sogar eine Kolumbianerin geheiratet hat und eine Familie gegründet hat. Also ich meine, die Liebe ist wirklich groß. Ihr zwei gebt auch ein schönes Paar ab. Liebe Grüße und lasst es euch schmecken, gelle? Wunderbar. So, liebe Zuschauer, jetzt sind wir wieder hier, jetzt sind wir wieder zurück. Back on track, Kolumbien, wirklich ein traumhaftes Reiseland. Ich hoffe, dass wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch ein kleines bisschen mehr bekommen. Wir haben es ja immer nur in Kombination gehabt. Jetzt zurück von der ITB, live von vor Ort. Wir werden später noch zum Thema Jordanien rüberschalten. Freue ich mich persönlich sehr drüber, weil das ein großartiges Reiseziel ist, was wir auch recht unterrepräsentiert bei Sonnenklar TV haben. Hoffentlich ändert sich das auch wieder. Früher war es stärker bei uns. Aber jetzt machen wir erstmal ein kleines Werbebreak und dann geht es rein in unser erstes Osterspecial. Freuen Sie sich schon mal drauf.